ist ein türkischer Geschäftsmann und Verbrecher, der früher in Köln, Deutschland aktiv war. Im Jahr 2002 wurde er wegen Zuhälterei, Menschenhandel, Körperverletzung, Erpressung, Waffenverletzungen und Erpressung festgenommen. Er gestand während seines Prozesses im Jahr 2004 und wurde zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt. 2007 wurde er freigelassen und abgeschoben in die Türkei. Dem sogenannten Arabazi, Clan angeblich kontrolliert der Türsteher-Szene der Nachtclubs in der Kölner Unterhaltungsviertel, die Kölner Ringe, und seine Bande der Türsteher angeblich befreundete Mädchen, um sie als Prostituierte auszubeuten. Arabazi auch kontrollierte mehrere Bordelle in der Rhein-Ruhr-Region in Deutschland. Während bereits im Gefängnis, er angeblich immer noch kontrollierte das Kolosseum Bordell in Augsburg. Im Jahr 2008 nach seiner Abschiebung, Polizei hat ihn immer noch stark im Verdacht, das Bordell zu kontrollieren und mehrere Mitglieder der Arabazi-Clan wurden 2008 in Berlin gesichtet, vielleicht versuchen sie ein Standbein für die Bande in Rotlichtszene der Stadt zu gewinnen. Während seiner Haft in Deutschland, Arabazi angeblich aufgetragen, um den Staatsanwalt zu töten, und stellte einen albanischen Auftragskiller aus Duisburg. Die Polizei hatte seinen Besucherraum verwanzt, und der Staatsanwalt und der Polizei gegeben Bodyguards zum Selbstschutz. Auf Anweisung wurde Arabazi wieder verfolgt, mit dem Ziel, Sicherungsverwahrung und befristete Inhaftierung von extrem gefährlichen Straftätern. Bei der Verhandlung wurde manche Transkripte fehlübersetzt und Arabazi wurde freigesprochen. Der Staatsanwalt floh Deutschland im Jahr 2007, wenn Arabazi wurde Türkei in 2010 deportiert wurde berichtet, dass Arabazi in einer Sitzung des internationalen Hells Angels Bosse in Izmir, Türkei teilnahmen. Er hatte gerade zum Präsidenten der Hells Angels MC Nomads Türkei geworden.